John Dewey kann man wohl, ohne zu übertreiben, als einen der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts bezeichnen. Mit seinem Hauptwerk Demokratie und Erziehung und seinen für die damalige Zeit revolutionären Ideen und Ansichten hat er den amerikanischen Erziehungsgedanken maßgeblich geprägt. Obwohl die Person Dewey und seine Veröffentlichungen auch international wahrgenommen wurden, ist Deweys Name in Deutschland weitestgehend unbekannt. Vielleicht zu Unrecht, denn seine Reformideen könnten die aktuelle Diskussion über eventuell notwendige strukturelle Veränderungen im deutschen Schulsystem durchaus bereichern. In diesem Video erfahrt ihr, wer John Dewey war, welche Ideen und Ansichten er vertrat und wieso er nach wie vor für das amerikanische Bildungswesen eine so große Bedeutung hat. Dewey wurde 1859 in Neuengland im Nordosten der USA geboren. Dort verbrachte er seine Kindheit und Jugend. Seinen Hochschulabschluss erreichte er mit 20 Jahren. Zu dieser Zeit war er noch nicht auf die Fachrichtung Philosophie festgelegt, sondern war vielseitig in den Bereichen Sprache, Geschichte sowie in verschiedenen Geistes- und Naturwissenschaften ausgebildet worden. Nach seinem Abschluss arbeitete er zunächst für 2 Jahre als Lehrer an einer Highschool. Rückblickend muss diese Zeit für ihn wohl sehr prägend gewesen sein, denn die Schule und damit verbunden natürlich auch Überlegungen zu Erziehung und Bildung beschäftigten Dewey sein Leben lang. Wissenschaftlich interessiert wie er war, war der Lehrerberuf nicht das Ende seiner Karriere. 1882 schrieb er sich an der Johns Hopkins University ein und verließ diese 1884 mit einem Doktor in Philosophie. Bis zu seinem Tod im Jahr 1952 war Dewey bemerkenswert produktiv. Er lehrte an Universitäten, war Vorsitzender verschiedener Verbände, unternahm zahlreiche Vortragsreisen und veröffentlichte eine unglaubliche Anzahl an Büchern und Artikeln, und das bis in ein sehr hohes Alter hinein. Unter seinen Veröffentlichungen sticht ein Werk besonders hervor, nämlich das erstmals 1916 erschienene Buch Demokratie und Erziehung, das maßgeblich zu einem Paradigmenwechsel in der amerikanischen Pädagogik beitragen sollte. Um das nachvollziehen zu können, muss man sich die im 19. Jahrhundert vorherrschende pädagogische Grundhaltung vor Augen führen. Gebildet zu sein bedeutete damals vor allem einen großen Wissensschatz zu haben, und erzogen waren diejenigen Kinder, die sich den Autoritäten unterordneten und gehorchten. Entsprechend dieser Haltung wurde in den Schulen der Lernstoff vermittelt. Die Kinder mussten die Inhalte der verschiedenen Fächer auswendig lernen und aufsagen. Und wer Grenzen überschritt oder bestehende Regeln brach, der musste diszipliniert werden. Nicht selten auch durch körperliche Gewalt. Was einem solchen Verständnis von Erziehung und Bildung zugrunde liegt, ist ein defizitäres Bild vom Kind. Auf die Idee, dass Kindern Wissen mit Strenge und Drill eingetrichtert werden muss, komme ich nämlich nur dann, wenn ich davon ausgehe, dass das Kind von Geburt an ein unbeschriebenes Blatt ist. Ein unbeschriebenes Blatt ist unvollständig und bedeutungslos. Es muss von den Eltern, den Lehrern und natürlich auch der Gesellschaft beschrieben werden, um seine Bedeutung zu erlangen. Bei diesem Bild vom Kind wird das Kind zu dem, was die Gesellschaft aus ihm macht. Dewey stellt dieses Menschenbild auf den Kopf, indem er davon ausgeht, dass das Kind mehr ist als ein unbeschriebenes Blatt. Er versteht das Kind als eine Persönlichkeit mit individuellen Wünschen, Bedürfnissen und Zielen. Er glaubt nicht an ein unvollständiges, unvollkommenes Kind, sondern an ein kompetentes. Und wenn ich dieses grundlegend andere Bild vom Kind vertrete, dann hat das natürlich auch Folgen für mein pädagogisches Handeln. Wer davon ausgeht, dass das Kind als eigenständige Persönlichkeit von Geburt an Kompetenzen mitbringt und aus einer eigenen Motivation heraus daran interessiert ist, aktiv zu sein, mit anderen zu interagieren, zu forschen, sich selbst zu verwirklichen, sich auszuprobieren und so weiter, der dressiert es in der Schule doch nicht wie ein Herrchen seinen Hund. Wesentlich angemessener und weiterführender ist es doch, wenn für kompetente Kinder eine anregende Umgebung geschaffen wird, in der sie in Eigeninitiative agieren und ihre Persönlichkeit entwickeln können. Dewey macht hier etwas, was anders als zu seiner Zeit in der heutigen Pädagogik als allgemeiner Konsens gilt. Er rückt die Bedürfnisse des Kindes ins Zentrum von Erziehung und Bildung. Was mit den Bedürfnissen des Kindes an der Stelle gemeint ist, will ich nochmal ganz klar herausstellen, nicht, dass das irgendwie missverstanden wird.
Gemeint sind die Bedürfnisse eines kompetenten Kindes, sich die Welt selbst aktiv zu erschließen, sich mit anderen zu solidarisieren und Kompetenzen zu entwickeln, um dadurch handlungsfähig zu werden. Die Bedürfnisse des Kindes in den Mittelpunkt zu rücken heißt nicht, es den ganzen Tag mit Chips, Cola und Schokolade zu versorgen, während es am Tablet zockt oder YouTube-Videos schaut. Es geht um Bedürfnisse, nicht um Wünsche und Launen des Kindes. Deweys Bild vom Kind zu kennen, ist ein erster entscheidender Schritt, um seine Idee von Schule zu verstehen. Einen weiteren machen wir, wenn wir uns mit dem Verhältnis von Pädagogik und Philosophie aus der Perspektive Deweys beschäftigen. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff Philosophie oder Philosophieren häufig mit irgendwelchen schwer nachvollziehbaren und abgehobenen Überlegungen assoziiert, die das eigene Leben nicht betreffen. Dewey teilt diese Auffassung nicht. Für ihn ist Philosophie nicht bloß theoretisches Blabla, sondern geht stets von realen gesellschaftlichen Problemen aus. Diese Probleme lösend entwickelt die Philosophie ein notwendiges Wertesystem. Wird dieses Wertesystem Teil der Haltung jedes Einzelnen, dann drückt sich dies in der Lebensführung der Menschen aus. Über die Erziehung wird dieses Wertesystem dann an die folgende Generation weitergegeben. Zu dem zuletzt genannten Punkt ein Beispiel. Ein Wert im Wertesystem der Gesellschaft könnte der Respekt gegenüber anderen Menschen und Lebewesen sein. Nehmen wir ein kleines Kind, das diesen Wert noch nicht verinnerlicht hat. Dieses Kind zertritt im Garten einen Käfer. Der Vater sieht das und wird sauer. Schließlich hat das Kind gegen einen Wert verstoßen, der tief in seiner Haltung verwurzelt ist. Der Vater erklärt dem Kind, dass jedes Lebewesen ein Recht auf Leben hat. Durch diese erzieherische Maßnahme wird der Wert weitergegeben und die Verhaltenstendenzen des Kindes verändern sich. Die Weitergabe von Werten oder etwas allgemeiner und umfassender, die Weitergabe von Erfahrungen, ist für Dewey das höchste menschliche Interesse. Denn die Weitergabe von Erfahrungen bedeutet das Fortbestehen von Gemeinschaft und ermöglicht ein ständiges Weiterlernen. Weil die Erziehung in Deweys Augen so bedeutsam ist, sagt er, dass sich die Philosophie genau damit beschäftigen sollte. Er geht sogar so weit zu behaupten, dass die Philosophie die Theorie der Erziehung ist. Auf Deweys Bild vom Kind und seiner Auffassung vom Verhältnis von Philosophie und Erziehung aufbauend, ergänzen wir jetzt in einem dritten und letzten Schritt noch den Demokratiebegriff. Bei Demokratie denken wir alle natürlich sofort an die Herrschaftsform, bei der die Macht vom Volk ausgeht. Vordergründig geht es Dewey hier aber nicht um ein politisches System, sondern um eine Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Demokratie bedeutet für ihn zum einen, die Möglichkeit zu haben, die eigene Persönlichkeit frei von Zwängen zu entwickeln. Da steckt jetzt das Menschenbild dahinter, das wir uns zu Beginn angeschaut haben. Damit bei dieser freien Persönlichkeitsentfaltung nicht jeder zum Egoisten verkommt, betont er zum anderen, dass nicht jeder nach Lust und Laune machen soll, wonach ihm gerade der Sinn steht, sondern dass sich jeder Einzelne in seinem Handeln an den Zielen und Werten seiner Mitmenschen orientieren soll. Bei der Demokratie geht es also um gemeinsame Interessen sowie um eine ständige Wechselwirkung zwischen den Individuen. Wie die Erziehung ist auch die Demokratie für Dewey ein dynamischer Prozess, in dem ständig neu und umgestaltet wird. Darum geht es bei Demokratie und Erziehung. Es geht um Prozesse und nicht um Erhalt und Stillstand. Mit diesem Vorwissen können wir jetzt Deweys großen Traum nachvollziehen. Er strebt danach, eine demokratische Gemeinschaft zu schaffen. Ein schöner Wunsch, den er da hat, aber wie soll das funktionieren? Ich meine, wir hatten doch vorhin schon über das damals bestehende Bild vom Kind und die daraus resultierenden Konsequenzen gesprochen. Ich habe da Begriffe benutzt wie Disziplin, Gehorsam oder Autorität. Und ihr wisst ja jetzt, dass das reichlich wenig mit dem zu tun hat, was sich Dewey erhofft. Natürlich weiß auch Dewey, dass so ein radikales Umdenken in der Gesellschaft nicht von heute auf morgen gelingen kann. Aber es ist möglich, und zwar durch die Weitergabe von Erfahrungen, also durch die Erziehung. Erzogen wird zum einen natürlich im privaten Kontext, aber auch in pädagogischen Einrichtungen. Und genau bei diesen Einrichtungen, oder genauer gesagt bei der Schule, da setzt Dewey den Hebel an, um die demokratische Gemeinschaft zu realisieren. Er fordert, tiefe strukturelle Eingriffe in dem damals bestehenden Schulsystem vorzunehmen. Die neue Struktur sollte natürlich seiner Vorstellung von Demokratie dienen.
Ein ganz neues Verständnis von Bildung musste dafür etabliert werden. Bildung war nun nicht mehr nur die Aneignung von Wissen, sondern betraf die Formung der Gesamtpersönlichkeit der Kinder. Dafür wurde es notwendig, die Schule nicht als einen vom gesellschaftlichen Leben ausgesonderten Lernort zu begreifen, sondern Lernen in der Schule und Leben in der Gemeinschaft als aufeinander bezogen zu verstehen. Leben ist lebenslanges Lernen und Lernen ist Vorbereitung auf das Leben in der Gemeinschaft. Dieser Grundgedanke ist heute tief im amerikanischen Schulsystem verwurzelt. Ob auch entsprechend dieser Haltung beschult wird, das steht natürlich wieder auf einem anderen Blatt. Soweit auf jeden Fall zur philosophischen Pädagogik nach Dewey. Über 100 Jahre ist es jetzt her, dass Dewey seine Gedanken entwickelt hat. Und trotzdem wirken seine Überlegungen irgendwie modern. Schulsysteme werden immer wieder kritisiert, auch das deutsche. Wenn man sich anschaut, welche Veränderungen da heutzutage eigentlich gefordert werden, dann kann man immer wieder Parallelen zu Dewey ziehen. Deutlich wird das beispielsweise auch bei Richard David Brechts Forderung nach einer Bildungsrevolution. Das Video dazu findet ihr oben verlinkt in der Infobox. Was meint ihr eigentlich? Wird zu wenig für die Entfaltung der Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler in deutschen Schulen getan? Sollten wir uns Deweys Vorschläge und Ideen zu Herzen nehmen? Oder seht ihr die Demokratieerziehung kritisch? Schreibt eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Die Quellen, die ich benutzt habe, findet ihr in der Beschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.